ehrlich, es war so ein fader Ort, letztes Telefon, ich heb an. Der Schuli ist dran, er klingt verzweifelt. Schuli, Bub, was ist denn los? Du musst mir helfen, sagt er. Du bist doch ein Freund, meine Susi hat Geburtstag, kein Geschenk fällt mir ein. Mach mal, hab ich gesagt. Weißt ja eh, ich bin bekannt für meine glänzenden Ideen. Schick die doch selber deiner Freundin in den Backen. Glaub mir, die Kleine wird sich freuen. Schick die doch selber deiner Freundin in den Backen. Eine Bombenüberraschung wird es sein. Und so haben wir eine große Schachtel besucht. Haben schnell ein paar Luftlöcher eingebohrt und der Schuli hat sie eingesetzt mit Blärmeln in der Hand. Und damit beim Transport nur ja nichts passiert, hab ich das Backel so fest ich kann verschniert, die Adresse noch drauf und dann ab mit der Post. Schick die doch selber deiner Freundin in den Backel. Glaub mir, die Kleine wird sich freuen. Schick die doch selber deiner Freundin in den Backel. Eine Bombenüberraschung wird es sein. Zwei Tage später bei der Susi, es leitern der Tier. Sie macht auf, sechs Postler stehen keuchend vor ihr. Küsst die andere Frau, wir haben ein Backel für sie. Das ist sicher von mein Schuli-Bur. Sie ist ganz aufgeregt und reißt an der Verpackungsschnur. Aber sie bringt's nicht auf, es ist so fest verschnürt. Schick die doch selber deiner Freundin in den Backel. Glaub mir, die Kleine wird sich freuen. Schick die doch selber deiner Freundin in den Backel. Eine Bombenüberraschung wird es sein. Mit einem Messer traktiert sie jetzt vergeblich das Drum. Sie sticht und schneidet verzweifelt herum. Aus die Luftlöcher sickert schon Blut. Ja, und der Susi ist jetzt alles einerlei. Sie holt ein Haken und hakt das Backel mitten in zwei. Das war das Ende von meinem Freund, dem Schuli-Bu. Schick die doch selber deiner Freundin in den Backel. Glaub mir, die Kleine wird sich freuen. Schick die doch selber deiner Freundin in den Backel. Eine Bombenüberraschung wird es sein. Schick die doch selber deiner Freundin in den Backel. Glaub mir, die Kleine wird sich freuen. Schick die doch selber deiner Freundin in den Backel. Eine Bombenüberraschung wird es sein.